Ich bin endlich fertig mit den Rainbow Friends. Blau, grün und orange. Ihr werdet jetzt 15 Jahre in den Kapseln bleiben. Und nach den 15 Jahren werdet ihr zu ausgebildeten Killern. Oh Mann, ich liebe es, auf die Steine zu klettern. Und was habe ich denn hier gefunden? Alter, da ist einfach so eine riesige Rakete. Ob ich es vielleicht schaffe, die Rakete mit meinem Basketball abzuwerfen, so dass der Basketball wieder zurückprallt? Das Ganze probieren wir mal aus, aber ich muss da wirklich mit voller Kraft gegenwerfen. Und der Super-Duper-Lami 3000-Wurf und Yippie! Das ist gar nicht gut. Was ist hier los? Warum geht der Alarm an? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Basis hat einen Schaden. Wie konnte das denn passieren? Ich muss schnell die Rainbow Friends sichern. Nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Oh, ich muss mich beeilen. Der Alarm ist angegangen. Ich hoffe mal nicht, dass ich mit dem Basketball die Rakete kaputt gemacht habe. Ich gehe trotzdem mal lieber weg. Ciao. Ich wollte doch nur Basketball spielen. Was passiert hier? Die Rakete stürzt ein. Was passiert hier? Nein, die Kapseln sind kaputt gegangen. Geht sofort wieder zurück in die Kapseln, Rainbow Friends. Ihr seid noch nicht alt genug. Yippie! Wir sind alle frei. Lass uns hier aus dieser Rakete fliehen. Na, halt, stopp. Wo wollt ihr? Nein, bleibt stehen. Na los, lass uns alle fliehen. Was? Nein, nein, bleibt alle stehen. Ich bin doch euer Herrscher. Ich hoffe, ich habe die Rakete vorhin nicht komplett zerstört. Das wäre sonst, nicht so gut. Aber was gut ist, ist, dass ich jetzt einkaufen gehe. Was ist das hier für ein Geräusch? Woher kommt das Geräusch? Das kommt von hier. Was seid ihr denn für Regenwürmer? Freunde, ich glaube, das ist er. Das ist unser Papa. Ja, wirklich. Er hat uns befreit. Er ist unser neuer Meister. Was? Wovon redet ihr? Ich habe euch befreit. Ich bin euer Papa und euer Meister. Nein, ihr seid irgendwelche Regenwürmer, die vom Himmel gefallen sind. Ich muss weiter einkaufen gehen. Papa, warte auf uns. Wir kommen. Was? Papa? Nein, ich bin nicht euer Papa. Verschwindet von mir. Ich will nichts mit euch komischen Würmern nichts zu tun haben. Papa, du bist unser neuer Meister. Du hast uns alle gerettet. Was? Nein, hab ich nicht. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Ich will doch einfach nur in Ruhe einkaufen gehen. Na gut, dann wollen wir mal einmal hier rein. So, hier in den Laden. Und was brauche ich? Das Wichtigste ist auf jeden Fall Chips. Was brauchen wir noch? Milch. Ganz, ganz wichtig. Die Milch ist alle. So, packen wir auch einmal ein. Und, Hey, junger Mann, könnten Sie vielleicht besser auf Ihre Kinder aufpassen? Auf meine Kinder? Das sind nicht meine Kinder. Hey, was macht ihr hier? Papa, du hast uns gerettet. Wir müssen jetzt bei dir bleiben. Hört auf, mich Papa zu nennen. Ich bin nicht euer Papa. Und sag mal, wo guckt eigentlich immer dieser grüne Wurm hin? Redet er mit mir? Ich bin doch grün, oder? Also, ich weiß es nicht. Ich bin blind. Ich kann nichts sehen. Was? Nein. Tut mir leid. Diese Verantwortung kann ich auf gar keinen Fall annehmen. Drei Regenwürmer als Kinder annehmen? Niemals. So, ich möchte einmal bezahlen. Also, ich muss ja wirklich sagen, Sie haben wirklich drei wundervolle, süße Kinder. Was? Nein, das sind nicht meine Kinder. Und jetzt hier, nehmen Sie das Geld. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Am besten laufe ich jetzt nach Hause. Die dürfen mir nicht mehr folgen, ey. Okay. Nochmal hier alles abchecken. Keine Regenwürmer in Sicht. Na gut, die Luft ist rein. Ich kann nach Hause gehen. Jetzt setze ich mich erstmal vor die Glotze, nehme die Chips in die Hand und fress erstmal ein bisschen. Hund und Katze sind die besten Freunde. Wie süß. Was war das denn? Das waren doch nicht wieder diese komischen Regenwürmer, oder? Nee, das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Na gut, wir gucken einfach mal weiter. Schon wieder? Hey, was soll das? Ihr seid doch nicht in mein Haus eingebrochen, oder? Ich glaube, wegen diesen blöden Regenwürmern halluziniere ich schon. Ich glaube, ich sollte mich mal lieber schlafen legen. Schon wieder? Hey, wo kommt das? Nein,
Sag mir nicht. Sag mir nicht. Hey, was macht ihr hier? Oh, Papa, du bist wirklich der Beste. Und dieses Zimmer ist auch mega cool. Ja, danke schön, dass du uns dieses Zimmer zur Verfügung gestellt hast, Papa. Das ist ziemlich nett von dir. Ja, das Zimmer ist wirklich ganz cool. Oh Mann, das meint ihr jetzt nicht wirklich ernst, oder? Okay, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, ey. Also gut. Ihr drei wollt also meine neuen Kinder sein? Ist in Ordnung, aber es gibt Regeln, die ihr beachten müsst in meinem Haus. Regel Nummer 1. Der Grill ist kein Spielzeug. Finger weg von dem Grill. Regel Nummer 2. Die Mikrowelle ist auch kein Spielzeug. Finger weg von der Mikrowelle. Und Regel Nummer 3. Der Ofen hier ist auch kein Spielzeug. Finger weg von dem Ofen. Habt ihr das verstanden, Regenwürmer? Ja. Ja, Papa, alles verstanden. Ja, alles verstanden, Papa. Sehr gut, das wollte ich hören. Und ihr bleibt jetzt alle hier. Ihr könnt ein bisschen im Garten spielen, im Pool planschen, was auch immer. Und ich brauche erstmal ein kleines Mittagsschläfchen. Das war mir einfach zu viel Stress heute. Oh Gott, ich sollte mich einfach mal kurz aufs Ohr hauen. Gute Nacht, Brookhaven. Oh Mann, ey. Moment mal. Wie lange habe ich bitte geschlafen? Oh Mann, es ist ja schon fast Abend. Moment mal. Was ist eigentlich mit den Regenwürmern? Die sind gar nicht im Garten. Nein, 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 wo sind die? Ich hoffe, die haben das Haus nicht komplett zerstört. Und, Leute. Moment mal. Hey, ich habe doch gesagt, das sind keine Spielzeuge. Das ist so warm hier, Papa. Das macht so viel Spaß. Ja, das macht wirklich viel Spaß. Warum sollten wir die Finger davon lassen, Papa? Moment mal, ihr fragt noch warum? Weil ihr euch so umbringt. Und wo ist eigentlich der Grüne? Oh Mann, den zu finden, das wird jetzt auch schwer. Hey, Grün. Grün, wo bist du? Was machst du, ey? Ja, es brutzelt. Es ist so warm. Es ist so schön hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber es ist so schön hier. Geh sofort weg, du verbrennst. Ich brenne. Hilfe. Oh Mann, ey. Was ist das hier? Ich glaube, ja, das ist das Haus. Hier sind die Rainbow Friends. Dank meinem GPS-Tracker kann ich die Chips von den Rainbow Friends orten. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Und da habe ich euch. Hey, wo seid ihr, Rainbow Friends? Na los jetzt, Grün. Du musst irgendwie da rausgehen. Was war das? Moment mal. Noch ein Regenwurm? Aha, du warst also derjenige, der meine Rainbow Friends geklaut hat und meine Rakete zerstört hat. Naja, also das mit der Rakete, das tut mir wirklich leid. Aber deine blöden Regenbogenfreunde, die kannst du wieder mitnehmen. Ich will die gar nicht haben. Genau, die nehme ich wieder mit. Das sind nämlich meine Killer und nicht deine. Ja, mach was du willst. Moment mal, deine Killer? Oh, ja, Papa. Er war derjenige, der uns eingesperrt hat. Er wollte aus uns Killer machen. Genau. Wir werden jahrelang in Kapseln gefangen gehalten, damit wir zu perfekten Killern ausgebildet werden. Moment mal jetzt. Wirklich? Ja, genau. In der Tat. Und niemand kann mich dabei stoppen. Oh nein. Aus meinen Kindern wirst du keine Killer machen. Deine Kinder? Das sind meine Kinder. Das sind meine Projekte. Oh nein. Das sind meine Kinder. Nimm das. Oh, wie kannst du es dich nur wagen? Wie gesagt, die Regenwürmer sind ab sofort meine Kinder. Gut gemacht, Papa. Das war so cool. Papa, du bist wirklich unser Meister. Das macht so viel Spaß. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, links und rechts seht ihr jetzt auf jeden Fall noch die letzten zwei Videos. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao.